verehrte Zuschauer, da sind wir auch schon wieder. Es ist mal wieder soweit. Es ist Freitag, 21 Uhr und das heißt natürlich, Telespiel fängt an. Und wir haben heute eine grandiose Sendung für euch. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist denn der Felix schwarz-weiß und so komisch pixelig? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ihr seht vielleicht auch schon den Rahmen drumherum. Da steht Gameboy-Kamera. Der Gameboy ist heute das große Thema. Und dafür gab es natürlich auch eine Kamera, ein Peripheriegerät, das relativ zur späten Zeit des Gameboy rauskam. Und damit konnte man Fotos machen, war natürlich nur schwarz-weiß, denn der Gameboy war limitiert in seiner Technik, aber dennoch war das irgendwie so ein cooles Feature und man konnte auch so ein bisschen damit zocken. So, so sah das ganze Ding dann auch aus, beziehungsweise wenn man also dieses Ding in den Super Gameboy Adapter gesteckt hat, mit dem man ja Super Nintendo Gameboy Spiele auf dem Super Nintendo zocken konnte. So, ich stelle das Ganze jetzt immer mal wieder hier hin. Denn das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Oh, da ist das Bild gerade flups gegangen. Machen wir nochmal aus und an. So, denn wir kümmern uns heute um den Gameboy. Das ist diese wunderbare kleine Handheld-Konsole. Und man muss ja mal ganz ehrlich sagen, das war die allererste Handheld-Konsole, bei der man so Spiele austauschen konnte und richtig viel mit Spaß haben konnte. Allerdings, den Anfang hat Nintendo nicht mit dem Gameboy gemacht im Handheld-Bereich, sondern mit diesen Dingern, Game & Watch. Sieht man hier oben, steht auch noch ganz nett Game & Watch. Und wenn man die aufmacht, dann konnte man hier auch drinnen wunderbar ein kleines Spiel spielen. Und das war damals richtig cool. Die waren scheiße teuer und die sind auch heute noch unglaublich teuer. Wenn man zu eBay geht und sich so ein Teil kaufen will, da muss man echt ganz schön verblechen, vor allen Dingen, wenn es noch in guter Verfassung ist. Wie gesagt, die kam 1982 auf den Markt, der Game Boy kam 1989, allerdings in Europa erst 1990 auf den Markt. Wir mussten mal wieder ein bisschen warten und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Am Anfang hat man sich so ein bisschen Sorgen gemacht, dass das Ding vielleicht nicht wirklich, ja, erfolgreich sein wird, weil zum einen war der Bildschirm hier nur, wir können das auch gleich mal zeigen hier an dem Ding, ist er hier nur so ein bisschen grün-schwarz in dem Sinne. Und er hat keine Hintergrund. Jetzt funktioniert das Spiel nicht. Das ist lustig hier. Immer dasselbe hier. Alles läuft nicht, wenn es laufen soll. So, sieht man das schöne Nintendo-Logo, wie es runterkommt. Und dann konnte man zwar am Kontrast noch ein bisschen was einstellen. Na, will das Spiel jetzt wieder nicht? Oh Mann. Nehmen wir mal ein anderes Spiel. Nehmen wir mal hier Super Mario Land. Das muss jetzt funktionieren. Der ist mir nämlich gestern noch runtergefallen. Da kann natürlich sein, dass dann so einiges schon mal so ein bisschen... Da, Super Mario Land, da sieht man's. Und konnte man den Kontrast ein bisschen einstellen, dass das Bild heller und dunkler wird. Aber der hatte halt keine Hintergrundbeleuchtung. Und da haben sich viele Leute Sorgen gemacht, oh Gott, das wird sich ja definitiv deswegen niemals verkaufen. Allerdings das Gute daran war, dass das Ding insgesamt nur 4 Batterien gebraucht hat. Und mit diesen 4 Batterien konnte man dann schon ziemlich lange zocken. Konkurrent Atari hatte ja mit dem Atari Lynx auch ein Handheld in der Mache. Der ist um einiges größer als der Gameboy gewesen, war Farbe und hatte Hintergrundbeleuchtung, hat 6 Batterien gebraucht und damit konnte man gerade mal so um die, ja, ein paar Stündchen zocken, dann war das Ding leer und der Spielspaß war dadurch auch nicht gleich viel besser. Und das hat Nintendo eigentlich genau richtig gemacht. Entwickelt wurde das Teil von Gunpei Yokoi. Das ist ein Asiate, der hat, wie gesagt, die Game & Watch Dinger zum Beispiel entwickelt, hat dann den Game Boy designt und, was man sagen muss, der hat das digitale Steuerkreuz erfunden. Dieses Ding, das heute bei jedem Gamepad sozusagen Standard ist, hat Gunpei Yokoi, der Game Boy Erfinder, erfunden und sozusagen videospieltauglich gemacht. Sehr abgefahrene Sache. Gunpei Yokoi ist dann aber ziemlich glanzlos untergegangen, als er den Virtual Boy designt hat. Das ist dieses Ding, das habe ich hier auf meinem Rechner. Das war ja so eine Sache von Nintendo, da wollte man eben 3D-Grafik nach Hause bringen mit einem, ja, mit einer Stell-Dich-auf-Brille, wo man reingucken konnte. Man hat nach einem gewissen Zeitpunkt des Spielens Kopfschmerzen bekommen. Der 3D-Effekt war zwar trotzdem cool, aber es war einfach unpraktisch und es kam nie so richtig an, so vom Ding zu stehen und da reinzugucken. Das war einfach ein bisschen uncool. So, Gameboy hat sich insgesamt 120 Millionen Mal verkauft, um die 120 Millionen Mal. Das macht es zu einer der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten und gleichzeitig auch Tetris zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Denn schließlich kam Tetris mit dem Gameboy zumindest in den ersten Versionen. Nachher kamen noch weitere Versionen des Gameboy raus. Da war dann Tetris zum Beispiel nicht mehr mit dabei. Wir wollen uns mal anschauen, wie Gameboy beworben wurde im Fernsehen. Und deswegen gibt es jetzt Safe Game mit der Gameboy-Werbung.
you get old. But you could get old if you stop playing. Game Boy from Nintendo. Power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game, Tetris. And for head-to-head competition, use the revolutionary video link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. The adult world is designed to keep us moving. And while this may make us more efficient, it's not exactly a party. Luckily, technology has produced a cure. It's called a Game Boy, the personal game-playing system from Nintendo, with lots of sports, action, and puzzle games to choose from. And it comes with the puzzle game Tetris. It could change your outlook. I'm sorry, sir. Your flight's been delayed. Cool. Game Boy by Nintendo. Have you had your... Play some real power games with a new Nintendo Game Boy. There's a mind-bending Tetris game cartridge included and a whole range of other powerful games to collect. Rematch at one. I bags first turn. The only power games worth winning are on new Game Boy.